So schnell kann es gehen. Gerade haben wir gefühlt noch über die Niederlage in Meppen gesprochen. Jetzt ist schon wieder ein Vorbericht dran. Herzlich willkommen beim FCS-Blog. Ich habe eigentlich schon mal einen Vorbericht zu diesem Spiel gemacht. Erster FC Magdeburg gegen den ersten FC Saarbrücken. Dann wurde das Spiel aber abgesagt, falls ihr euch erinnert. Und es sind ja seither auch ein paar Wochen vergangen. Es haben sich ein paar Dinge verändert. Da ist es gut, nochmal über dieses Spiel zu sprechen. Aber zuerst will ich nochmal auf das Spiel am letzten Wochenende eingehen. Es gab nämlich ein paar Kommentare zur Niederlage in Meppen, zu meinem Video, dass ich gesagt hätte, es sei am Rasen gelegen. Und natürlich habe ich mich so ein bisschen über dieses Ackerfeld im Emsland geäußert in meinen Videos. Aber falls ihr der Meinung seid, ich hätte jetzt die Niederlage des ersten FC Saarbrücken mit den Platzverhältnissen entschuldigt, dann habt ihr bei meinem Video so aufmerksam zugehört, wie die Verteidiger des ersten FC Saarbrücken den Eckball von Hasan Amin verteidigt haben. Ich sage nämlich nicht, dass der FCS aufgrund des Rasens verloren hat, sonst hätte man auch noch mehr Spiele im Ludwigspark wahrscheinlich verlieren müssen. Ich bin eher der Ansicht, dass so ein Rasen auch die Spieler frustrieren kann und sich auch negativ natürlich auf die Spielweise auswirkt. Aber da ist es meiner Meinung nach auch an den Spielern, da entgegenzuwirken, da auch den Kopf nochmal frei zu bekommen und sich nochmal auf die anderen Stärken, die man vielleicht hat und die man vielleicht vorher gar nicht dann ausgespielt hat, weil man sich zu sehr auf das 1:1, auf das Dribbling verlassen hat, dass man vielleicht nochmal auf die eingeht oder dass man sich auch nicht aus dem Konzept bringen lässt. Unterhaltet euch mal mit Profisportlern, die ihr so vielleicht kennen könnt im Bekanntenkreis. Am Ende sind es oft Kleinigkeiten, die über Dinge große Entscheidungen treffen. Es gab zum Beispiel mal einen Innenverteidiger beim ersten FC Saarbrücken. Ich werde natürlich keine Namen nennen. Ihr könnt darüber spekulieren, wer es sein könnte. Über den wusste man so ein bisschen, wenn die erste Aktion im Spiel gelingt, macht er hinterher ein super Spiel. Aber wenn die erste Aktion nach hinten losgeht, ein verlorener Zweikampf oder sowas, dann ist eigentlich das restliche Spiel für ihn so ein bisschen gelaufen. Aber kommen wir zum Gegner, zum ersten FC Magdeburg. Der ist nämlich äußerst spannend. Eine Mannschaft, die ähnlich ist wie der erste FC Saarbrücken, denn die großen Erfolge liegen lange, lange her und stammen aus einer Zeit, als man noch für ein anderes Land gespielt hat oder in einem anderen Land gespielt hat. Der erste FC Magdeburg ist ja bekanntlich mal Europapokalsieger geworden in den 70ern, hatte ganz bekannte Spieler wie Joachim Streich oder auch Jürgen Sparwasser. Und seit der Wende ist man nicht so richtig in Tritt gekommen, aber es gab ja auch mal die Jahre mit Jens Hertel und da ist der erste FC Magdeburg auch so ein bisschen beflügelt von dem neuen Stadion, von der vierten bis in die zweite Liga vorgedrungen. Dann ist man natürlich wieder abgestiegen, wie alle wissen, und findet sich jetzt im Abstiegskampf der dritten Liga wieder. Und da hat der erste FC Saarbrücken nun eine Aufgabe vor sich, die ist ähnlich wie der SV Meppen, denn auch Magdeburg ist unten in der Tabelle anzusiedeln. Allerdings haben die letzten fünf Spiele so einen kleinen Aufwärtstrend gezeigt, so eine Stabilisierung für die Magdeburger. An dieser Stelle verweise ich auch sehr gern auf einen Bloggerkollegen von mir, den Alex vom FCM-Blog. In seinem Blog findet ihr auch viele spannende Betrachtungen zu dem, was sich taktisch getan hat beim ersten FC Magdeburg. Darauf will ich jetzt nicht in der Tiefe eingehen. Aber es wird so zumindest von Magdeburger Seite gesehen, dass es vor allem taktische Umstellungen in der Abwehrkette waren, die zumindest nach hinten die Mannschaft stabilisiert haben. Und wenn man sich anschaut, wie die Mannschaft defensiv aufgestellt ist, da liegt Magdeburg eigentlich so im guten Mittelfeld der Liga. Man kassiert jetzt auch nicht so viel mehr Tore als andere Mannschaften. Das Problem bei Magdeburg ist ganz klar die Offensive. Am deutlichsten wird das, wenn man mal schaut, wer so die Tore geschossen hat bei Magdeburg. Das sind Raphael Obermeier mit 4 Treffern und Andi Müller mit 4 Treffern, die beiden besten Torschützen. Obermeier, der vor allem auf links außen zum Einsatz kommt, eigentlich mehr in der Rolle als Linksverteidiger, denn als linker Mittelfeldspieler oder links außen gelernt ist er eigentlich für die rechte Seite gedacht gewesen. Und Andi Müller, das ist ein 20-Jähriger, der aus Waldorf kam, ein zentraler Mittelfeldspieler. Das sind beides eigentlich jetzt nicht die Leute, von denen man erwartet, dass sie vorne die Buden machen. Denn vorne im Sturm hat der erste FC Magdeburg eigentlich Erfahrung, aber da sind viele Spieler auch länger verletzt und Routiniers wie Christian Beck oder Sören Bertram, die schaffen es noch nicht so richtig, sich in die Torjägerliste einzutragen.
Und deswegen sind auch oft in den Spielen, in denen Magdeburg dann mal einen Punkt stibitzt hat, die Tore eher kurios gefallen. Das waren dann Distanzschüsse oder Standards oder verunglückte Flanken. Aber es waren selten die rausgespielten Treffer, die man erwarten könnte. Allerdings hat der erste FC Magdeburg von Thomas Hosmann nochmal kräftig zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Da sind Spieler gekommen wie Nico Granatkowski oder Saliu Sané. Die sollen nochmal nach vorne hin den Verein stärker aufstellen. Und auch Baris Atik ist hier zu nennen, einer, der beim Waldhof Mannheim ausgebildet wurde, auch später bei Hoffenheim in der Jugend gespielt hat. Den kennen wir noch von ein paar Auftritten in der Regionalliga Südwest. Das ist ein Zweitliga-erfahrener Mann, der allerdings auch lange nicht gespielt hat. Es wird spannend zu sehen sein, ob er jetzt gegen Saarbrücken schon mal Minuten erhält, und vieles deutet darauf hin. Heißt, der erste FC Magdeburg ist eigentlich ein ganz anderer Gegner als der SV Meppen, denn Meppen zieht seine Stärke eher daraus, dass man anderen das Spiel aufzwingen will und dann durch ein schnelles Umschaltspiel punktet. Beim ersten FC Magdeburg will man tatsächlich jetzt mehr schaffen, im letzten Drittel auch mal vors Tor zu kommen und da auch stärker den Abschluss zu finden. Also eine Mannschaft, die eher daran verzweifelt, dass man vornehin nicht das richtige Personal für die Taktik hatte bislang. Ob sich das jetzt ändert, wird die kommende Zeit für Magdeburg auch erst unter Beweis stellen müssen. Was mir allerdings aufgefallen ist bei einigen Spielen, die ich so in der Zusammenfassung geschaut habe, dass auch wenn die Abwehr in Magdeburg noch eher zu den mittelprächtigen, also eher noch zu den soliden Abwehrreihen in der dritten Liga gehört, gerade beim Spiel gegen Uerdingen hatte ich das Gefühl, dass in der Rückwärtsbewegung oft die Uerdinger sehr viel Raum hatten, dass die auch mit schnellen Zügen und schnellen Läufen mal durchbrechen konnten. Und für die wäre deutlich mehr drin gewesen als dieses 1:1. Gerade Laufstärke und Schnelligkeit sind ja die Stärken der Offensivreihe des 1. FC Saarbrücken. Und da denke ich mir, könnte man durchaus eine Chance haben, gegen Magdeburg mit Spielern wie Guras und Schipnowski noch den ein oder anderen Stich zu setzen. Meine persönliche Meinung ist, das wird wieder ein unangenehmer Gegner, wieder ein unangenehmes Spiel, aber tatsächlich eins, bei dem ich zuversichtlicher bin als vor dem Spiel gegen Meppen. Aber warten wir es ab, vielleicht irre ich mich auch komplett und wir werden in der nächsten Woche hier wieder den Trainer diskutieren. Aber seien wir doch mal hoffnungsvoll, das wird bestimmt was werden in Magdeburg, und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.